Moin Leute, willkommen zurück zu Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Wir befinden uns hier am Hyrule Manöverplatz. Ich werde jetzt erstmal noch ein paar Charaktere hochleveln, nämlich auf die empfohlene Stufe von der nächsten Story-Mission, die wir heute angehen werden. Wir fangen mal direkt an mit Impa. Höchste Stufe ist 45, da ist Sidon drauf, aber ich werde erstmal wirklich nur die empfohlene Stufe jetzt erstmal anpeilen mit allen Charakteren. Immer passt, heißt es. Muss doch schon einiges an Geld reinstecken jetzt, ne? Bin ich gerade. Oh ja, das könnte eng werden mit dem Geld. Na gut, vielleicht nicht alle, ne? Jetzt nur die, mit denen ich da kämpfen will, eventuell. Weil die halt wirklich wichtig sind für die Story und sowas. Deswegen, Marun ist jetzt. Ich wollte Marun ist nicht unbedingt tatsächlich, mit dem ich gerade gar keinen Bock zu kämpfen, wenn ich ehrlich bin. So, die sind alle schon auf dem Level, alles klar, die beiden lasse ich auch mal von außen vor. Ja komm, dann machen wir doch Maronus. Na, immerhin noch durch die Story gekriegt, ne, den Typen. So, das reicht dann noch erstmal. Wie gesagt, große Fee und den Priester, die sind wohl optional bisher, würde ich behaupten. Wegen den Herausforderungen, da hat man die ja herbekommen. Oh. Und in der Story tauchen die auch nicht wirklich auf, deswegen auf geht's. Kampf um die Akala-Festung. Sieht ja schon sehr düster damit dort aus. Und ich schätze auch mal, wir werden es mit jeder Menge Wächter zu tun kriegen. Ich nehme auf jeden Fall auch mal Link. Nein, jetzt zeige ich dir, wie stark ein Ornik. Link. Lassen wir es krachen. Sidon geht nicht. Ach schade. Ich hätte gerne mit Sidon gekämpft. Scheiße. Ja, dann nehmen wir mal Mipha mit. Ich möchte für alle nur das Beste. Und wenn du dabei bist, ist alles und, in Butter. Warte mal, wir haben jetzt Juliana, Sora und Gerudo wird jetzt nicht aufgehen, weil ich weder Ubosa noch Rijo mitnehmen möchte. Zaok ist festgesetzt, das heißt, wir nehmen noch Theba mit einem Orni. Jetzt zeige ich dir, wie stark ein Orni-Krieger ist. Perfekt, dann haben wir zumindest auch einen neuen Mitstreiter. Ich muss sogar ein bisschen sagen, mir tun die Gegner leid, jetzt von seitdem unsere neuen Mitstreiter dabei sind, ne? Weil die werden auch jetzt gnadenlos fertig gemacht. Natürlich darf man auch die Verheerung nicht unterschätzen, wie es schon aussieht, ey, wenn ich hier schon die Vorschaubilder sehe. Bei der inneren Akala-Festung, ey, richtig zerstört schon. Fangen wir mal an. Wir sind hoffnungslos in der Unterzahl. Noch dazu. Keine Aussicht auf Rettung. Stimmt's? Es wird wohl überall das Gleiche sein. Und dennoch, solange noch eine Möglichkeit besteht, kann ich nicht aufgeben. Forscherethos. Außerdem, unsere Rettung ist recht wahrscheinlich. Das prognostiziere ich. Wie das? Erstatte Bericht! Im Westen erhebt sich ein Titan aus dem Wasser. Genau so. Hab ich's doch gesagt. Die Recken taten sich mit ihren Helfern aus der Zukunft zusammen und kämpften mit aller Macht, um die Wellen von Wächtern und Monstern abzuwehren. All ihren Anstrengungen zum Trotz jedoch wollte das unerbittliche Gemetzel in Hyrule kein Ende nehmen. Die bei Wiederkehr der Verheerung aus Schloss Hyrule geflohenen Soldaten suchten Zuflucht im Osten Hyrules, in der berühmten, uneinnehmbaren Festung von Akala. Auf allen Seiten von Wächtern umgeben, blieb ihnen nur verzweifelt die Stellung zu halten. Auch Link und seine Gefährten eilten daraufhin nach Akala. Die Speerspitze ihres Vorstoßes bildeten Mipha und Sidon, die Varuta wieder unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Sie verwickelten den Feind in ein Gefecht, um sich einen Weg zur Festung zu bahnen. Das erklärt eventuell schon so ein bisschen, warum Sidon nicht spielbar ist. Wir schauen mal rein, warum. Und da erhebt sich Varuta, was eben gesagt wurde von dem... Und los! Das war eine überraschend coole Szene, fand ich irgendwie gerade eben mit den beiden Sora-Geschwistern. Dino, bist du bereit? Wir müssen uns einen Weg zur Festung bahnen. So, die ballern wir erstmal hier alle weg, hier die Drecksäcke. Von da oben. Beeil dich zur Akala-Festung, um die Truppen dort zu unterstützen. Oh, ich habe nur 6 Minuten Zeit. Ich gerade. Ja. Alles weggefallen. Ah, eine Weggabelung. So, welchen Weg nehmen wir denn? Also, der linke sieht voller aus. Die Straße gegen Westen riecht nach Gefahr. Also ist der kürzeste Weg zur Festung. Ja, ich finde den kürzeren Weg natürlich. Richtung Osten wäre ein Umweg, aber das Wasser dort macht Kämpfe leichter. Nee, nix.
Wir nehmen den harten Weg, nur die harten kommen im Garten. Ich will Gegner wegballern hier, komm. Folge einer Straße zur Akala-Festung, wir gehen da lang. Sind die Wächter schon weg hier anscheinend? Abgefeuert, okay. Nauzierwächter da unten. Oh, hier sind noch ganz viele Gegner. Guck mal, da wird es übersehen. Sag mal. Ich will bitte die Schnauze halten. Der Stürchen jetzt mit Y oder mit A. Und mit dem Rüssel oder mit Spezialangriffen. Oh sicher. Gott. Spezialangriff, komm, ich hau jetzt alle weg erstmal. Kleinen Scheißer da, so weg. Unten die zwei auch noch, so zack. Boom. Ja, der Rock drückt, der. Da fliegt ja auch mal bitte in die Luft, danke. So, ordentlichen Schneise hier reingeschlagen. Neues Ziel wird festgelegt. Gib ich zur Akala-Festung. Ist die da hinten schon oder was? Das ist ja, wirkt ja wirklich viel länger. Und ich würde auch jetzt fast sagen, doch nicht. Obwohl, nee, der Akala-Festung wird am Ende sein. Jetzt am Ende des Weges, würde ich behaupten. So, bitteschön. Wir dürfen nicht verlieren. Das Portal liegt in unseren Händen. Genau. Nicht nur in euren, aber. Auf die aufpassen, die zwei. Er ist weg, der eine, okay. Er ist besiegt, ja. Doch, komm, da hinziehen. Auch weg, jawohl. Guck mal, die Wächter da unten. Jetzt pass mal auf. Ich die wegfetze. Passt mal auf, Leute, jetzt. Boom. Den da oben auch noch. Zack, weg. Alle K.O. hier, komm. Oh, den Wächter habe ich übersehen anscheinend da hinten, den. Ist aber auch besiegt, sehr schön. Ein paar Mal drauf feuern, geht das schon. Schwester! Schwester, die Kalafasti liegt vor uns. Gib alles, was du hast. Ich dachte, die ist jetzt ganz da hinten. Oh, da. So, erstmal so schön den Eislanzenbombardement. Bam! Besiegt, okay. Komm, ich mach so, da sind so viele Wächter wieder vor uns direkt. Tschüss. 3000 Gegner besiegt, alles klar. Das war die Akala-Festung da. Wegsäbeln damit. Verdammt. Kann ich das irgendwie abbrechen mit dem Angriff? Ich hoffe. Ja. Guck mal da. Die warten noch auf uns, dass wir von da kommen. Aber jetzt ist schon besser, glaube ich. Nein, Straße! Es hat zerstört die Mauer. Das sollte kein Problem für Router sein, auf jeden Fall. Easy peasy, würde ich sagen. Schnauze jetzt hier. Komm alle K.O. bitte. Und dann machen wir so, helfen wir so halt nach. Bam! Weg, da fliegen sie, die Wächter. Nice, so. Geschafft. Nun sollten Nick und die anderen in die Festung gelangen. Treffen wir uns dort. Schön den Weg freigeschlagen. Sehr gut, Router. Inneren der Festung sind noch Gegner. Helfen wir unseren Freunden. Das erklärt aber jetzt noch nicht, warum sie noch nicht spielbar ist. Da muss doch was kommen mit ihm. Vielleicht bleibt er beim Titan, damit er bewacht jetzt quasi nach dem Motto. Das kann natürlich sein. Auch wenn er seinen Vorschlag nicht so wirklich Sinn macht, aber ist egal. Machen wir weiter. Akala-Festung, eine uneinnehmbare Festung, die den Eckpfeiler der Verteidigung der Akala-Region darstellt. Die vielen Kanonen auf der Steinanhöhe standen die Gegner entgegen. Das ist aber der Text, den wir schon mal kennen, gesehen haben, oder? Als wir das erste Mal hier war. Verstärkung aus der Zukunft. Dank der Macht des Wächters aus der Zukunft kamen Verbündete, die mit den Recken in Verbindung stehen, aus einer Zeit 100 Jahre in der Zukunft. Sehr schön. Ja, so kann man es natürlich auch ausdrücken mit Verbündete, die mit den Recken in Verbindung stehen. Und ich mache mir da immer einen Kopf, wie ich das jetzt nenne, weil, wisst ihr? Die Leute, die Link geholfen haben, die Titanen zu betreten. 100 Jahre in der Zukunft, ja. Das habe ich immer gesagt. Die große Verheerung. Die Wächter waren einst die Waffen, die das Königreich Hyrule beschützten. Doch die Verheerung gar noch hat die Kontrolle über sie gewonnen. Sie dienen ihr als Vorrouter, haben wir auch schon gelesen. Ja, geht's auch mal los? Der Balken geht nicht weiter unten. Was soll das hier? Hallo? Lad schneller. Danke.
Überlasst die Umgebung der Festung uns. Wir schließen dann bald zu euch auf. Schwester. Auch wir müssen los. Ja. Es ist unglaublich, dass ich an deiner Seite kämpfen kann, Sidon. Du hast dich großartig gemacht. Genau. Nun, erst einmal sollten wir uns auf den Kampf konzentrieren. Du bist bereit, oder? Aber natürlich. So, auf geht's, Leute. Endlich ziehen wir in die Schlacht. Mit Link und den anderen. Hier kann ich mich großartig umgucken. Scheiße. Ich will mich aber da hinten umgucken, erstmal. Vielleicht hier die Verbündeten in der Akala-Festung. Ja, die können warten. Zelda ist hier unterwegs, okay. Aber diesmal ist hier auch ein Vorposten, glaube ich. Ich glaube, der war letztes Mal noch nicht hier. Hier unten auf der Karte. Da war nämlich ein Krog da oben drin. Das weiß ich noch. Ich sehe da einer, ich glaube zwar nicht, aber ich weiß ja nie, ne? Mein Gott, was ist denn hier los, ey? Geht einer von denen da lang? Dann gehe ich nicht mit ihm da lang, ehrlich gesagt. Oh, Nick hat schon Level abgekriegt, sehr gut. Na gut, den habe ich auch nicht gelevelt, der war ja schon auf 43. So, das ist scheißegal, ich gehe jetzt mit Link hier lang. Ob jetzt dann länger dauert, anscheinend geht Theba auch hierher. Bisschen umgucken, kann ich mich hier mal? Alter. Ob hier irgendwo was ist, da kann ich nicht lang, okay. Dann gehen wir weiter. So, der Sprintangriff war das eben von Link anscheinend. Zack, so, die sind auch weg. Wow! Alter, der Angriff war heftig. Die fand ich richtig geil. Oder silberne Muppeln, komm, die machen wir auch platt. Ganz schnell. Schon ist die Leistung so gut wie down. So. Ja, schade. Mistvieh, ey, komm her. Was war's mit dem Vorposten? Du hast nicht nachgelassen, wie ich sehe. Ich stelle mich dieser Herausforderung. Und hier ist ein Krog, jawohl. Nummer 1. Ich habe auch mal festgestellt, man kann gar nicht vorher sehen, vor der Schlacht, bevor man die nicht geschafft hat, wie viele Krogs da sind. Ich habe mich ja schon gewundert, ob man die vorher sehen kann, zwischendurch mal. Im Nachhinein ist mir dann auch aufgefallen, ja. Man weiß es nicht vorher, wie viele hier sind. Ja, boom. Mehr Mistvieh. Bomben, ja. Alles klar, dann hier bitteschön. Bissi, komm. Und zack, da schon die Leiste down. Genauso auch gleich der Eispyromagus. Perfekt. Aber was macht Theba jetzt eigentlich noch? Den wollte er hier machen in der Ecke. Weiß mich gerade. Vielleicht gleich doch trotzdem mal zum Liefer wechseln, einfach vorsichtshalber. Und vielleicht läuft Link von alleine zurück. Wenn nicht, schicke ich ihn hier hin wieder. Ich gucke mich jetzt erstmal hier noch um. Denn ich weiß nicht, ob wir später nochmal hier hin müssen. Die Kala-Festung ist ja ganz woanders. Weg mit euch. Bam! Der Angriff ist echt stark. Das ist bestimmt die Verstärkung der Charakteraktion, ne? Zack. Schön in die Luft geschleudert. Zack. Gehe ich erstmal hier oben lang, genau. Sind schon kaputte Wächter überall. Hier ist also schon einiges passiert anscheinend. So, hier ist Sack. Ne, ist noch keine Sackgasse, ich wollte schon sagen. Der Karte geht doch ein Stück weiter. Und zack, haben wir noch einen Krog. Na, gucken die an, so. Ein bisschen wundert es mich doch, dass man nicht irgendwie hingekriegt hat, zu sagen, ja komm, man muss trotzdem jetzt wieder hinlaufen, noch zu dem Ring, der da auftaucht.
innerhalb kurzer Zeit. Also ich glaube, das wäre auch. Ich glaube, mit dem Spiel, da man nicht wirklich mit ein paar Segeln so fliegen kann, auch ein bisschen zu eintönig geworden oder so. Da haben sie sich gleich gedacht, da kann man sich auch sparen. Ja, natürlich sagen können, da tauchen auch Gegner auf von dem, durch den Krog, ne? Der ruft dann irgendwie so Gegner für die für den Kämpfer zu sich. Können ja auch Krogs sein, die einfach uns aufhalten wollen. Und nicht unbedingt wirkliche Feinde, jetzt der Recken und so weiter. Wir haben bestimmt einiges gegangen und kriege jetzt eine Truhe noch. Ist mal schön den Umweg gegangen. Hier ist nichts mehr in der Ecke, okay. Und dann, wie ich sagte, ich glaube hier ist... Ja doch, ich kann mich hier noch auf dem großen Feld nochmal umgucken ein bisschen. Bevor ich jetzt wechsle. Ich mich dann jetzt nur ganz sporadisch mal umgesehen hier ein bisschen. Jetzt habe ich eigentlich die Gegner weggehauen und dann den weitergelatscht. Das sieht schon ein bisschen so aus wie Breath of the Wild später, ne, der Platz hier. Ich nur mal gesagt haben. Ist auch schon die Bäume gefällt. Weg mit euch hier, Decksäcke. Habt ihr K.O.? Ja, ihr seid K.O. Ihr noch nicht hier, anscheinend. Auch cool, dass wir die Herzen... Ey, wie viel halten die denn aus? Ich meine, ich weiß, es sind silberne, aber trotzdem. Halten die echt viel aus. Ne, ich glaube, hier ist nichts mehr. Dann... wechseln wir zu Mipha. Die Wächter im Nord übernehme ich. Schwester, ihr andere geht zur Festung. Auch cool, dass Sidon einfach den Titan steuert und nicht Mipha. Voll cool, irgendwie. Ich mich schnell zur Akar-Festung. Da bin ich, so, da muss ich lang. Link kommt auf jeden Fall zurück, sehr gut. Kann er aufschließen, kann ich die Monster schon mal plätten hier. Ja, Sidon mit dem Wächter, danke. Muss ich mir um die also auch keine Gedanken machen, um die Wächter. Sehr schön. Doch, um den einschauen anscheinend. Und boom. So, mal gucken, ob das nur mit dem Mana-Schwert so schnell down geht, das Vieh, oder auch mit allen anderen Kämpfern auch mittlerweile. Alter, der ist ja fast weg. Was ist denn jetzt bitte? Die gehen immer so schnell down anscheinend. Hat nichts mit dem Mana-Schwert zu tun. Aber die Wächter finde ich echt im Spiel ein bisschen popelig, ne, muss ich sagen. Das geht ein bisschen enttäuscht, wenn ich bedenke, dass ich von dem Blöcker so mit am meisten Angst hatte. Trotz, auch wenn ich den Schildblock schon beherrscht habe, so halbwegs. So, Theba hält da auf jeden Fall die Stellung, wo er ist gerade. Ich glaube echt, der wollte nur den Vorposten holen. Ich weigere mich, sie einfach im Stich zu lassen. Wir müssen sie retten. Achso, der beschützt Zelda, kann auf jeden Fall sein. Neues Ziel wird festgelegt. Achso, ja, haben wir schon, ne. Rette die Truppen des Hallo-Hauptmanns, ja. Schon geschehen. Naruto hat die Wächter besiegt. Den einen hier nicht, den hätte er übersehen. Alter, wie Mipha abgeht, ey, im Spiel. Mittlerweile. Ja, komm, weg. Sauber. Also, Wächter sind echt einfach hier zu besiegen. Halte ich einfach mal so fest. Oh, her mit den antiken Sachen, danke. Diese Riesenwelle, die da jetzt schleudert schon, ne? Mein Mipha ist ja schon fast durchtrainiert komplett, ne? Ich glaube, da fehlt ja nur noch... Ja, das könnte noch fehlen, vielleicht noch eine Spezialangriffsleiste. Wenn ich mich recht erinnere, dann gab es in dem ersten Teil auch schon drei eigentlich, aber... Das muss ja nichts bedeuten für das Spiel hier. Jetzt man konnte drei haben. Man musste sich die auch alle freischalten, nach und nach. So, ein Vorpass haben wir schon vorsichtig erobert. Deswegen war Theba da noch, glaube ich, auf dem Weg hin. Er hat dann aufgehört, weil er eingenommen ist. Oh, so, zack. Was ist das für ein Mistvieh? Dann habe ich immer mal was reingeschaut, dass die Leiste auch schneller down geht. Aber das gab es ja auch im ersten Halbzeit, weil das. Dass man diese Schwachpunktanzeige schneller leeren kann. Kurz mittlerweile sofort hätte ich auch sowas bekommen, aber also ganz ehrlich. Ein bisschen komisch finde ich das schon, dass die teilweise so schnell down gehen, die ganzen Gegner. Hat die Anzeigen besser gesagt. Ist halt nicht bei jedem so, ich weiß, aber bei vielen halt, ne? Da unten ist auf jeden Fall noch zu.
Jetzt braucht man Hauptgegner und ein Wächter ist da noch. Wir haben nur zwei Crocs gefunden, ne? Was ja erstmal keine schlechte Ausbeute ist für den Anfang. Ich will noch mehr finden. Ich wechsle mal wieder zu Link. Ich kann den anderen Vorpost mal eben holen. Wie viele Gegner hier noch sind? Warte mal, die muss ich erstmal ausdünnen ein bisschen. Komm, hilf mal da, Link. Ja, schon besser. Und natürlich auch die... Alter, was ist denn hier los schon wieder? Dann machen wir auch ganz kurzen Prozess hier. Wie vorhin. Du willst Bomben haben? Okay, hier. Kannst du haben. Im Gefallen tue ich dir doch gerne. Ah, schade. Zack und Ende. Wo läuft Mifa hin? Die sollte eigentlich da stehen bleiben, wo sie war. Mifa muss sich zum Heilung Hauptmann begeben. Ach, die kommt hier, okay. Nehme ich an. Oder? Ich sag so. Und einfach. Ich sehe so lange die Gegner hier weg. So, tschüss, ihr silbernen Bockblindviecher, ey. Oh, getroffen. Mann, jetzt sag mal. Wie schnell schießen die bitte? Wie viele Äpfel, aber ich habe schon wieder die Hälfte der Tasche voll. Für Äpfel. Muss, glaube ich, zum Mifa wechseln. Kann es sein, da passiert sonst nichts. Ja. Einen Moment, ich werde deine Verletzungen behandeln. War Mifa fix? Nein, ich habe die ja ausgewählt, ne? Oh, die Wunden schließen sich ja schon. Ja, Mifa ist ja auch zur Stelle. Die kann auch heilen. Wie nichts, wie können andere. Ja, hier ist Hau, ich hoffe, dass du wieder hergestellt. Sehr schön. Vielen Dank. Bitte hilft auch unsere Kameraden, die in der Festung kämpfen. Der vierten N. Bei vielen. Ich wollte es nur gesagt haben. Link! Ah, Link, macht mal weiter hier. Nur weil er jetzt gerade näher ransteht, nicht weil ich jetzt gerade keinen Bock auf Mifa habe. Oh, was ist denn da los? Jetzt Wächter, die gehen da drauf. Feuerwächter. Alter, echt jetzt? Es gibt Feuerwächter. Schieß mal. Boom. Ach, wie geil das aussieht im Spiel, ey, ehrlich. Ey! Ist ja mein Freund. Du hast erstmal die Beine abgehackt. Reicht doch. So, zack. Schön ausgewichen, Link. Und boom, schön ins Auge gestochen. Schnell, alle hinein! Alle hinein oder nur. Ein paar. Silberner Mobbeln, jawohl. Darauf hab ich gewartet. Ey! Also Teba kommt schon her, Mifa irgendwie nicht. Mistvieh, ey. Kommt direkt die Spezialattack hinterher. Ein K.O., jawohl. Also Link ist echt stark geworden irgendwie, ich weiß auch nicht. Der Haru hat man das verletzt. Jetzt muss Mifa wieder hin oder was? Na komm. Geht's auch dahin. Mifa muss sich zum Haru-Hauptmann begeben, ja komm. Da geht's so schneller, ey, wenn ich selber laufe. Thea läuft auch weiter? Ja. Sieht so aus, auf jeden Fall. Auf jeden Fall muss noch einer irgendwann da runtergehen, da wo noch geschlossen ist, das Tor. Ja! Nehmt euch an, gut, ich werde eure Wunden sofort heilen. Bitte auch die vor Link, ja? Die Energie des Hyrule-Hauptmanns wurde wiederhergestellt. Klar! Puh, dann können wir uns wieder bewegen. Wir entfernen das Geräusch für euch. Unten das oder hier drin? Ja, okay, da hinten das da in dem Gang anscheinend schon gesehen. Aber schon gesehen, dass der Weg da versperrt war an sich. Anderen Weg können wir nicht gehen, das ist zu, ne? Okay. Wir mehr Leute am Eingang. Bitte kümmert euch darum. Wir werden gleich noch von draußen kommen. Ich sag euch, der Tor ist nicht für uns da. Verschlossen. Ich muss alle Soldaten wieder fest werden. Alles klar. Wow. So, Feuerprogramm, muss mich doch schon was nachgegeben. Rucksack, ey.
Komm, hier, nimm das. Mistvieh, ey. Wasser gegen Feuer, sehr effektiv. Wie wir seit Pokémon kennen, ne? Schon ist er K.O. Reicht doch sehr effektiv. Können die anderen mal bitte mitziehen, irgendwie so halbwegs wenigstens? Oh, und hier ist schon wieder ein Krog. War auch schon in der ersten Mission einer. Bin ich mir sicher. Was? Erstatte Bericht. Das Südtor wurde durchbrochen. Welches Südtor? Da, wo der Vorposten ist, oder was? Da sind wir im Buch richtig erkannt. Oh, ein schwarzer Hinox. Ich darf die Energie des halben Hauptmanns den Platz verteidigen. Abgeht mittlerweile im Spiel, ey. Ich kann es nicht oft genug sagen, ich weiß, aber. Zack. Den Dicken hier erstmal schön aufspießen, den Bumahn. Der Schmetterangriff, da ist er schon. So, tschüss. Drecksäcke. Was hat er jetzt vor? Er geht erst ein bisschen Platz vorgedrungen. Ja, welcher Gegner denn? So, bestimmt hier der, einer von denen oder was? Warte mal, dann... Link. Ah ja, die hier, okay. Wie stark Link geworden ist, ey. Ehrlich jetzt. Gut ausgewichen, Link. Mit Glück hat's Verstand wahrscheinlich. Alter, ey! Ich übertreibe aber den Moblin. Ah, rein, ich sollte da nicht reinrennen, ne, in den Angriff. Ist auch ein bisschen blöd. So, bam. Soll ich hier die Monster weghauen? Tala, ich bin immer Link. Ich bin so froh, dass du hier bist. Und ihr wisst, was ich das Thema mal da stehen. Der muss bestimmt noch die Monster von draußen aufhalten. Da war ich dann mit ihm. Warum ist Leafy jetzt wieder hier? Ich sollte doch gar nicht zurückkommen. Scheiße. Sollte mal Hinox bleiben. Mich zurücklaufen, ey. Ja, die sind auch erledigt, so ein paar davon zumindest. Toll, ey. Hier geht's weiter. Und hi, Hauptmann. Super, aber Hauptmann befindet sich nach einem Kampf. Dann geht er auch gleich. Alles gut. Oh, Hilfe! Ja, der andere Hyrule hat uns auch umgefahren, scheint. Dann habe ich letztens dem Sora Hauptmann geholfen, hier links beizutreten. Nee, es war ein Forscher, stimmt. Sora Forscher war das. Also, das passt ja voll gut zusammen. Mit der einen Hyrule-Mission, aber nee, es war ein Forscher. Kündliche Institut war es genau. So ist noch nicht K.O. Thema ist hier jetzt auf einmal, okay. Ja, immerhin. Jetzt macht er wenigstens mal was. Ach, der ist K.O. Ich bin froh, dass ich es rechtzeitig geschafft habe. Ich werde dich nun heilen. Dann mach mal hin. Thema geht so lange weiter schon mal. Da mal was machen jetzt. Die Energie des Zauberhauptmanns wurde wiederhergestellt. Ist aber Mifa. Die Gegner von die von Süden kommen. Oh, man sieht wieder mal nix. Bei Theba. Der Wächter wurde auf dem Exerzierplatz gesichtet. Was? Das ist übel, ich werde sie aufhalten. Link, Schwester, den Norn überlasse ich euch. Wächter Norn greifen die Akala-Festung an, alles klar. Dann geht Link da mal hin, ne? Am besten. Da zu den Wächtern direkt durch, genau. Wie gefällt euch das? Nimm das, Mann. Boah, ey. Der kriegt ja richtig auf die Schnauze. Der Moblin.
So, dann heilen wir den Sora-Hauptmann, Mifa. Nicht schlecht, sag ich mal. So, Herzen brauchen wir nicht, anscheinend. Die Energie des Sora-Hauptmanns wurde wiederhergestellt. Ich hab jetzt hier gar nicht so richtig nach Cox umgeguckt, egal. Eismorphin. Gut hat die Wächter besiegt, und zumindest die unten auf dem Platz. Zack. Oh, nimm das, du Scheißmoppen. Ja, schon die Leiste leer hat er. Alter. Mifa hier hin. Wie ist der Wächter jetzt an Link vorbeigekommen? Ist mir ernsthaft. Dann geht erstmal ein bisschen Platz vorgedrungen. Ja, Link. Ist ja auch ein Trottel. Ach, da auf die Energie des Hyrule-Hauptmanns. Der ist verletzt schon wieder, toll. So. Bitte vielleicht zum Heilen. Halt mal einen Moment still. Nee, nix. Du bleibst mal schon liegen, mein Freund. Schwetterangriff, jawohl. Was ist das mit dem Wächter? Oh, das waren wohl alle Soldaten. Wie wird sich Robelo suchen? Der ist wahrscheinlich oben, wa? Er hat diese Mifa Robelo. Mifa muss Robelo retten. Jemand muss auch noch Daro kommen. Der war nämlich auch festgesetzt als Charakter, als Gegner. So, Theba, geh du mal dahin eben. Und Link holt sich eben den anderen Punkt hier unten. Waren wir eben hier? Ja, ne? Ich glaub schon. Oder? Ne, weiß ich gar nicht. Ich glaub nicht, ne? Wir waren schon weiter oben. Und das, Mann, ihr kleinen Drecksviecher. Ist schon auch irgendwo ein Krog, oder? Die haben alles Witziges, warte mal. Zack. Weg mit euch. Boom, so, weg sind sie. Ist hier irgendwas? Ich sehe nichts. Machen wir mal so. Nichts Auffälliges. Außer die Kanonen halt, aber die sind nicht so auffällig genug, dass ich sage, das ist ein Krog. Egal, holen wir uns hier den Vorposten eben. Dürfte ja auch schnell gehen. Damit wir einen Spezialattack voll haben. Geil. So, das ging echt fix. Das Ding hier zu holen. Ist hier was drin, was Gescheites? Brauchen können. So, Äpfel sind schon wieder voll, merke ich gerade. Ist auch nix. Hier noch was in der Ecke. Sieht nicht so aus. Wo geht Mifa hin? Ist sie hier unten bei mir? Ich glaube, sie steht hier, okay. Aber dann gucken wir mal eben nach Theba. Mach sie alle fertig, Theba, komm. Aber ein Klacks für dich. Alter, wie schnell weißt du oben der Spezialattacke, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Zack. Der Theba ist schon nicht schlecht. Für so einen Vorposten zumindest. Schon wieder Bomben? Okay, kannst du haben. Und tschüss. Mein Freund. Ich will mich eigentlich nur noch nach dem Krog umgucken, deswegen bin ich nochmal hier. Ich glaube nämlich hier unten ist auf jeden Fall einer. Wenn ich den Krog umgucke, dann zu viel Truhe. Der hier durchzieht, ey. Taktiva ist echt ein Wirbelwind. Das muss man mal so sagen, ey. Ein paar viele Gegner noch, ey. Wir müssen hier alle fertig, Theba, komm. Wir können es schaffen. Ich habe ganz gut aufgeräumt.
Ja, das hast du, aber ich bin echt auf Heavy. Keine K.O. Nehmt das! Wie viele kommen weniger hier? Unglaublich, was für eine Leistung. Das ist hier unten irgendwas, ich geh mal eben gucken. Ich kann ja so durchgehen, so ein bisschen. Als ob hier jetzt nichts ist. So doof erzählen. Hier hinten? Auch nicht. Nicht nur irgendwelche Wächter wachs rum oder was. Da kann ich nicht weiter. Hier ist gar nichts. Ernsthaft jetzt. Da übersehe ich nur was. So, alle Gegner kann man schon was übersehen, ne? Kommt nochmal so ein Angriff. Ja, auch da so. So geht's auch. Ich habe ganz gut aufgeräumt. Das hast du, Teva, ja, definitiv. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, wie viele Cox überhaupt sind, ne? Deswegen drauf gepfiffen. Das scheint ja wichtig zu sein, mehr so wirklich. Machen wir die Kisten hier noch kaputt. Hier könnten in der Festung noch was sein, natürlich. Irgendwo. Wo ich nicht nachgeguckt habe. Wo ich behaupte, ich habe schon gut nachgeguckt. Jetzt zusammen mit Mifa Obido. Ich muss, da ist ein Cox, seht ihr mal. Haben wir nochmal einen gefunden, perfekt. Der vierte, ne? Komm ich hier irgendwie hoch? Warte, ich komme hier irgendwie hoch. Kann man hier nicht hochklettern? Echt jetzt? Warum nicht da lang? Da geht auf jeden Fall Mifa jetzt hin. Ich finde den Weg hier nicht. Ich bin. Link zieht auch mit, wie ich sehe. Der bleibt hier beim Platz stehen, der kann auch gerne bleiben. Und dann macht man die Gegner hinten platt, die da gerade kommen. Du auch, Link. Die ist alle hinstürmen. Ja, die verschone ich jetzt mal. Die tun ja keinem was. Diese dummen Viecher. Bisschen blöd, dass ich den Weg jetzt schon irgendwie zum dritten Mal laufe, ne? So gefühlt. Hier könnte noch was sein, irgendwo mitten im Gang. War so ein Krok oder so. Sieht aber nicht danach aus. Ist auch nur Deko, ne? Ja, okay, da waren noch Fässer. Zum Zerstören. Gehen wir weiter. Ach, ich kann euch zurück, da ist noch ein Tor vor, kann das sein? Verschlossen das. Oh, du bist gekommen, um mich zu retten, nicht wahr? Ich öffne sofort die Tür. Ja. Ist bestimmt Liga. Ich bin froh, dass du mir geholfen hast. Hm, ich will dir was Böses über uns, was? Oh oh. Ein Verheerungswächter oder was? Ein richtiger. Richtig Verseuchter. Ach. Zornwächter. Lass sie sogar hier auftauchen. Obido, geh nach hinten. Wie, ey, komm her. Ich mach ich platt. Und nicht her, nein. Nicht so aus. Oh, Attacke. Oh nein, so werden wir es nicht lange durchhalten. Die Funken geht noch um die Truppen von Rubio. Ey, wo ist Teba? Der muss mal wieder hier hinkommen. Nicht gerade. Hyrule Hauptmann. Ach so, ein heißer. Hyrule Hauptmann da, okay. Ja, der geht trotzdem mal. Ne, den Wächter seht ihr mal. Und ein silberner Moblin. Nix zu machen, du ziehst nicht auf mich. Jetzt ist schon nicht Mifa. Das reicht erstmal für ihn, glaube ich, am Anfang. Den Rest muss jetzt erstmal Link und so machen. Da nehme ich da zum Beispiel erledigen. Jetzt mal Links Aufgabe sollen hier.
Sprecher habe ich euch warten lassen, aber jetzt bin ich mit von der Partie. Darauf ist angekommen, gibt es hier zwei Kaderfest. Wo ist er denn? Oh, Attackenhagel. Ich bin ausgewichen. War gar nicht drauf geachtet gerade. Ich habe auf die Karte geguckt. So, weg mit dem Wächter. Das Thema muss ich direkt mal hier auf den. Warte mal. Das ist schon der Hyrule-Hauptmann, ne, der markiert ist, oder? Da kann ich auf jeden Fall noch nicht spielen, so wie es aussieht. So, gehen wir zurück zu Mifa. Da muss ich schon wieder zurückgelaufen. Die sollen nicht immer zurücklaufen, Mann, die blöde Kuh. Krak, aus dem Weg! Daok hat die feindlichen Reihen durchbrochen. Cool. Hier ist Robilo, genau, und der Zornwächter. Da geht übrigens mal Mifa jetzt. Die setze ich jetzt mal drauf an, ey, ganz ehrlich. Zornwächter, damit die nicht mehr abhaut. Der arme Rubio, der ist ja fast down, weil der muss ja alleine kämpfen gegen das Vieh. Auf, verteidigt den Platz. Sehr schön. Prinzessin, überlasst das hier mir. Geht und helft Mifa. Zelda ist auf dem Weg. Wenn Zelda hier kommt, ich hab das Gefühl, da passiert gleich noch was Wichtiges. Na komm, schieß. Ah, scheiße, nicht geklappt. Ich hab geblockt, glaube ich, ne? Wow, was war das denn jetzt für ein Angriff? Ich fand eigentlich eine Anzeige, ich hab nämlich eine gehört, so gefühlt, habe ich eigentlich das Gefühl. Die aussehen wie Zornrichter, jetzt mal ehrlich. Ah, okay, jetzt sehe ich's auch. Gerade eben habe ich die aber wirklich nicht gesehen. Die Ton von Robi, da bin ich dabei. So, ein Bein ist kaputt. Jawohl. Komm, schieß. Wieder nicht geklappt, ey. Freut der nur noch oder was? Kein Drecksack. What? Bam, sauber, Mifa. Ich sehe zwar nichts mehr, aber egal. Ich sehe echt nichts mehr, es ist echt blöd gerade ein bisschen. Der ist gleich K.O. Er ist K.O. Da bleibt nur noch ein Gegner. Der ist wo? Bei Theba? Ja, hier der Mappe, okay. Zwei Gegner sogar. Ich, drei, ja, super. Und noch mehr, bitte. Zwei? Ach man, der war so weit zurückspringt, der Idiot. Und das. Wow, ausweichen. Perfekt. Oh, das bin ich auch gesetzt. Vielen, vielen Dank. Hier geht er wohl ein Gesicht und greifen die Akala-Festung. Ach du Scheiße. Wieder Verstärkung für die Gegner und dann noch die ganzen Wächter. Vor allem da sind welche mit diesem Dämonenkopf auf der Karte abgebildet. Ich treibe die Gegner zur Brücke. Die Festung kann nur treffen wie alle auf einmal. Was ist hier mit den Gegnern? Oh. Gegen die Wächter. Die werde ich nicht so schnell kriegen, oder? Alles klar, nehme ich mal die Gegner auf der Brücke vor. Ich kann aber mit Daru auch spielen, hallo? Kannst du mit Daru schon? Okay, perfekt. Daru, ich mach das! Ja. Nimm mich der Gegner im Süden an. Mann, das ist gar nicht gut. Die von der Kuh in die Brücke. Beeilt euch und haltet sie auf. Sie, die Gegner, die die Brücke überquert haben. Also die Wächter hier anscheinend oder was. Mistvieh. Schon mit Darkschirm abgewehrt.
Ich habe das Gefühl, also er hat es auf jeden Fall gesagt. Ja, Kämpfen zu ziehen macht mir auch immer ordentlich Mut da. Da kommt ein Lux an, Alter. Was geht denn jetzt hier ab? Schwarzer Hinox. Jetzt Hinox, ey, da kommt ja alles auf einmal an hier. So, tschüss. Oh, Stasis, genau. Und haut raus, darauf genau. Immer schön auf den Mann punchen. Alter, was für eine Schlacht. Die nimmt irgendwie auch gar kein Ende mehr, wieder mal. Nichts da, mein Freund. Der ist K.O. Mit Hinox, komm. Können alle für Gegner Wächter oder was? Ich sehe gar nicht die anderen Gegner da hinten. Die noch nicht kommen hier. Wichser, du bist viel. Ist genauso schnell wie ich jetzt wie die andere Hinox eben. Reicht doch. Hier ist es mit dicken Charakteren leichter, so großen Charakteren auszuweichen, hab ich das Gefühl. Mittlerweile. Ja, wieder ausgewichen, den ersten Angriff nicht, da bin ich aber nicht gar nicht ausgewichen, nicht mehr versucht, andersweise. Wow, 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 okay. Kann ich auch nichts mehr machen? Der Schmetterangriff, das war's. Für den Hinox. Für noch die drei Gegner da unten. Aber erstmal Mifa. Naruto hat die Wächter besiegt. Immerhin. Zu der Familie, komm her. Statt fliehender Wächter. So, erstmal das Team besiegen, das nervt nämlich. Zack, Bombenregen. Jetzt will ich Pyromagus hier reden, genau. Das dürfte reichen für den. So, der Wächter ist auch dran. Schwetterangriff, komm. Der dreht erstmal ein bisschen durch, der Helikopter da. Das war's für ihn auch. Die Südseite macht das keine Probleme mehr. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Wir sind fast bereit zum Abfeuern der Kanonen. Schnell, alle zurück zur Festung. Bin schon wieder drin. Theba ist hier. No. Was hier wird festgelegt? Jetzt kommen die Gegner da. Gib ich zur Ostseite der Brücke. Bin dabei. Sind die alle hier hin oder was? Alle rein, kommt. Da kommt noch mehr Zornwächter. Guck jetzt mal, die Kanone ist nun feuerbereit. Komm ich hoch oder was? Ha, die Pfanne kommt näher. Achtung! Und Feuer! Mach sie fertig, Rubido, komm. Zeig, was du kannst. Das Ergebnis ist wirklich spektakulär. Die Gegner sind ein kleiner Häufchen Staub. Die Musik ist geil gerade. Los! Nehmen wir jetzt den Rest vor. Von der Klippe kommen wir zum Exerzierplatz. Echt jetzt? Muss ich da runter? So, die ein, drei da unten noch, okay. Muss ich auch noch besiegen. Springen wir dann mal runter hier. Siege alle Gegner. Hier können wir bitte alle kommen? Zornwächter. Was? Kann ich hier nicht hinschicken? Die ist dahin laufen müssen, ey. Und dann. Also geflext. Na, nicht. Nicht zu Zelda laufen, sondern. Einfach dahin. Aber ist ja schon da. Und Link auch, ne? Weil Mifa nicht alleine gegen die kämpfen soll, gegen die drei jetzt hier. Ehrlich gesagt. Ich schon alle auf, seht ihr? Link. Alle hin da kommen. Wo will Mifa jetzt schon wieder hin?
Der Link kann hin, oder? Immer noch nicht, okay. Jetzt vielleicht. Ja. Braucht da alle Charaktere, glaube ich. Das heißt, du sollst runterspringen, Daruk, danke. So, und hier kann ich erstmal hinlaufen, genau. Der ist schon fast down, guck mal. Die hat ja gar nicht mehr so viel aus. Ja, dann mache ich mir gar nicht so viel Sorgen eigentlich gerade. Und der erste ist schon zerkloppt. Link, du bist unglaublich, das siehst du mich an der Reihe. Also sieh mir zu. Oh, das war knapp. Ah, die sind ja schon fast down, die Dinger. Die haben schon was vom Wächter abgekriegt anscheinend. Hat wahrscheinlich auch gesagt, ich hab's noch nicht gelesen, schätze ich nur. Wow. Und hier bei dem glaube ich dran, ne? Da kommt eine Spezialattacke und dann macht den letzten Daruk platt. Tima läuft gar nicht weiter, okay. Da ist er, der letzte. Wow. Der kam überhaupt schon der Angriff. Da war ein blödes Vieh. Und down. Dann hätten wir alle Gegner besiegt. Wir haben die Festung verteidigt. Ja, hat auch lang genug gedauert, ey, wenn ich ehrlich bin. Sidon, das war eine großartige Leistung. Und auch dir, Ruta, gebührt mein Dank. Du bist es, welcher Dank gebührt. Ohne deine Heilkunst wären die Soldaten verloren. Das stimmt wohl, ja. Unsere Rettung haben wir allen, auch dem Titan, zu verdanken. Vielen, vielen Dank. Rubino ist echt eine coole Socke, muss ich sagen. Die sich da einfach einschwört und eigentlich kaum Schiss hat. Von den ganzen Gegnern hier, die auf die Festung zustürmen. Hat 30 Minuten an einem Kampf nur, ne? Und die Cutscenes und so mitgezählt. Zugeben, auch wegen den Quarks, die ich gesucht habe und so ein bisschen, ne? Aber trotzdem ist das eine Menge. Holz findet also für so eine Schlacht. Sternig-Zaumzeug, so perfekt. Friju, das ist die Abschlussbelohnung. Sternsplitter und antiker Riesenkern. Wir haben auch noch so einen erbeutet, sehr schön. Weiter geht's. Sobald der Ladebildschirm durch ist, natürlich. Ja, ich habe ja ganz vergessen. Achso, direkt zurück zur Karte. Da kommt noch eine Cutscene oder so. Na dann. Dann geht's wohl da unten weiter. Ist das zwischen Hateno-Festung? Das wollen wir auch beschützen anscheinend. Oh, ich gucke jetzt mal ganz viele neue Sachen dazu. Wahrscheinlich für alle Charaktere, oder? Riju auch, wollte ich gerade sagen. Alles klar. Das gucken wir uns wohl an, denn der Poly-Level ist hier mal wieder ein bisschen höher, als als unsere Charaktere stark sind. Das heißt, wir müssen mal wieder ein bisschen was machen. Also der Kampf um die Hateno-Festung, der dauert dann wohl ein bisschen, der wird sich hier ein bisschen aufschieben. Erstmal die ganzen Sachen hier angucken, die jetzt hier möglich sind. Und da oben die Herausforderung, wo der Wächter drauf zeigt. Ich danke euch auf jeden Fall an der Stelle fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Und schaut das nächste Mal wieder ein, ich würde mich sehr freuen. Bis dahin, tschüss mit Ö. Euer Basukasu.